Ich wollte in einer sozialen Demokratie mitarbeiten, schreibt die Künstlerin und Autorin Gabriele Stötzer gleich zu Beginn in ihrem Buch Der lange Arm der Stasi. Ich erzähle nie mehr, als die Stasi preisgibt. Ja? Darin geht es um die Erfurter Kunstszene der 60er, 70er und 80er Jahre. Und vor wenigen Tagen hat sie es im Filmmuseum Potsdam vorgestellt. Die DDR nannte sich zwar demokratisch, doch eine Demokratie war sie nicht. Als Liedermacher Wolf Biermann 1976 aus der DDR ausgebürgert wird, unterschreibt die damals 23-jährige Erfurterin aus Protest eine Petition, wird dafür zu einem Jahr Haft verurteilt und kommt in das Frauengefängnis Hoheneck. Auch danach wird sie von der Staatssicherheit drangsaliert. Ich hätte natürlich jederzeit gehen können, aber ich wollte das nicht und ich fand das auch so unverschämt. Ja. Die stecken mich in den Frauenknast, in den härtesten Frauenknast, mit Mörderinnen zusammen, Banküberfalle. Die waren lesbisch, die waren von oben bis unten tätowiert. Alles das, was heute eigentlich Realität geworden ist in der Öffentlichkeit, das war alles versteckt. Also hinterm Land, du bist in einem Land von Mauern und hinter den Mauern war ich noch mal hinter Mauern und da dachte ich, das ist das Geheimnis dieser Gesellschaft. Über Geheimnisse oder vielmehr über das geheime Agieren der Stasi geht es auch in ihrem Buch. Gabriele Stötzer, die damals selbst als Künstlerin und Galeristin in Erfurt tätig war, durfte von 32 Künstlerinnen und Künstlern die Stasi-Akte lesen und beschreibt eindrücklich, wie die Stasi-Menschen bespitzelte, manipulierte, unterdrückte, bis in den Selbstmord trieb. Wer einmal ins Visier der Stasi geraten war, für den habe es kein Entrinnen gegeben. Die Menschen saßen in einem Spinnennetz, hatten keine Chance und kamen dort nicht raus, sagt Gabriele Stötzer. Na, das, was die Stasi auch war, eigentlich hinterfotzig und gemein, ja. Und die haben nie jemand die Chance gegeben. Und so Stück für Stück kommt man dann durch das ganze Buch mit den Menschen, die da sind, mit einer ganzen Generation. Man kriegt dann mit, aha, das ist der, der wird gefragt, soll er EM werden, wenn sein Kind, wenn er das Kind nicht in einem sozialistischen Weltbild erziehen kann, kann man das wegnehmen. Es gab Zwangsadoption, es gab ja alles. Und man sieht plötzlich, wie so eine ganze Generation reagiert. Gabriele Stötzer war selbst auch von konspirativen Aktionen der Staatssicherheit betroffen. So wurde gezielt eine Person auf sie angesetzt, die mit Crossdressing auf Identitätssuche war. Die Person sollte sie zu pornografischen Fotos animieren, um sie kriminalisieren zu können. Ich wusste ja nicht, dass der EM ist. Ne? Da kommt ein Mann und der erzählt mir plötzlich von seinen Schwierigkeiten. Er war hier tätowiert, da wusste ich, da ist im Knast. Und Knastologen, die sich damals getroffen haben, die haben so, wir hatten gleich so einen Solidarpakt. Ja? Aber gerade eben, wenn du schwul und im Knast warst, tätowierst, da warst du natürlich anders. Und alle anderen waren in Gefahr, erpressbar zu sein. Und der war natürlich erpresst und Stasi geworden. Der wohnte auf dem Dorf, ne, und war im Kuhstall und hat nachts dann immer Musik angemacht, Licht und sich vorm Spiegel mit Klamotten gedreht. Das haben die natürlich im Dorf alle mitgekriegt. Ja. Und er war schon stigmatisiert und kam zu mir und hat eigentlich so von seinem Leben erzählt. Ja. Und das hat mich auch sowieso schon interessiert, dieses männlich-weibliche. Und dann haben wir Fotos gemacht und das ist wirklich Kunst geworden. Was aus dem Menschen geworden ist, Gabriele Stötzer wisse es nicht. Über andere Fotosessions oder privat organisierte Kunsttreffen, wie zum Beispiel auch mit der Künstlerin Cornelia Schleimer und Performances, kam sie schließlich zum experimentellen Film. Bis Ende der 80er Jahre entstanden so zusammen mit anderen Frauen ihre bis heute gezeigten Super-8-Filme. Bilder oder Kunst, das war für uns die Schönheit, das war die Kreativität, das war Fantasie, das war einfach dieses andere, das, was mit Sehnsucht eigentlich erklärbar ist. Ja? Und diese Sehnsucht, die in uns war und sicher auch in allen anderen, die Leute eben mit, ich sage jetzt mal, mit Alkohol oder mit Essen oder weiß ich, mit irgendwas immer füllen, diese Leere in ihnen, die haben wir nach außen gegeben. Am 4. Dezember 1989 besetzte Gabriele Stötzer mit anderen Menschen, allen voran ihre damalige Frauengruppe, die Erfurter Stasi-Zentrale, die erste damals in der DDR. Mehr als 30 Jahre später gibt es nun den aktuellen Dokumentarfilm Rebellinnen, in dem auch ihre Geschichte erzählt wird. Und endlich bekomme auch diese Kunst aus der DDR die Anerkennung, die sie verdiene. Jetzt ist es so, dass auch bestimmte Leute sagen, ja, also das, was ihr im Osten gemacht habt, wir kannten ja die ganze Westszene nicht, das ist autark. Und ihr habt genauso ein Recht, in die Kunstgeschichte einzuziehen wie die anderen. Ne? Und die Bea Stammer hat dann 20 Jahre nach dem Fall der Mauer eine Ausstellung gemacht, das hieß React Feminismus, finde ich immer noch genial. Und die ist jetzt nicht kleiner geworden, sondern größer. Die hat die ganzen osteuropäischen Frauen zusammengenommen, die Performerinnen, und hat sie neben die westlichen gestellt.
Und wenn dann praktisch Gabi Stölzer neben Ronny Export steht, bin ich plötzlich vergleichbar. Und die haben dann Kunst ist im Gabriele Stötzers Leben heute das eine, das andere die öffentliche Auseinandersetzung mit dem DDR-Unrechtsstaat, der bis in die Jetztzeit nachwirkt. So hätten viele Menschen Angst, ihre Stasi-Akte zu lesen, sagt Stötzer. Und wie gesagt, mit dieser Stasi-Sache ist es auch so, dass die Generationen erstmal nachwachsen müssen von den traumatisierten Ostgenerationen, die sich noch schämen für das, was die Stasi über sie geschrieben hat, die sich schämen über das, was mit ihnen passiert ist, die sich schämen, dass der Mann vielleicht ein IM ist, die Akten nicht wollen, damit nicht der Nachbar, mit dem er eine Gartengemeinschaft hat, mit dem er heute noch leben muss, dass man dem misstrauen muss. Also jetzt gibt es viele Leute, wie gesagt, ich bin hier hochgefahren nach Berlin, da sind mir drei Frauen begegnet, die Eltern verlangen ihre Stasi-Akte nicht, weil die das nicht möchten. Und die Kinder fragen ja, wie war es denn? Gabriele Stötzer möchte die Menschen ermutigen, auch ihre Stasi-Akte zu lesen. Die Staatssicherheit der DDR wurde nach dem Vorbild des sowjetischen Geheimdienstes aufgebaut und mitnichten sei dieses ganze Thema beendet. Lest eure Akten und guckt mal an, was mit Menschen passiert ist. Und wenn wir wissen, wie die Stasi aufgebaut ist, das ist einmalig, dass die Stasi zugänglich ist, dann wissen wir, wie der KGB ist. Wenn man Der lange Arm der Stasi gelesen hat, wisse man, wie die Stasi funktioniert habe, sagt Gabriele Stötzer. Im Buch schreibt sie dazu, Zitat, noch heute spuken Gerüchte und Feindbilder herum, die Angst erzeugen sollen. Ich gehe davon aus, dass wir in der Betrachtung des Untergangs dieser einen Diktatur die Bausteine aller Diktaturen finden.